Die Idee von Skylancer war einfach, dass man eine lustige Welt hatte, um die man drumherum kreisen kann mit einer fliegenden Insel. Also es war ganz einfache, simple Grundidee und dann überlegt hat, okay, was könnte man auf so einer Welt für Abenteuer erleben? Spieler in Skylancer kriegen ganz unterschiedliche Aufgaben. Es gibt richtige Storylines, die sich von Anfang an entwickeln. Es gibt fraktionsbezogene Geschichten, wo man zusammen mit anderen Mitspielern etwas erreichen muss. Man hat eine kleine Welt, die man sehr schnell umrunden kann und man ist ständig in den Lüften unterwegs. Navigieren tut man in dieser Welt einfach, indem man sie mit der Maus trackt und droppt und die Welt dreht. Die Insel folgt dann. Man kann auf seiner eigenen Insel natürlich Basen bauen. Basen sind bei uns jetzt normale Gebäude, das heißt Ressourcengebäude wie Bauernhöfe, Steinbrüche etc., Sachen wie diese und eben auch Hauptgebäude, die dann eben auch eigene Einheiten produzieren. Diese Einheiten, mit denen kann man dann seine eigenen Luftschiffe bemannen und mit denen in den Kampf ziehen. Hier sehen wir jetzt das Kampfsystem von Skylancer. Dabei treten unsere Einheiten gegen die gegnerischen an und prügeln einfach so lange aufeinander ein, bis eine Einheit die Puste ausgeht, dann zieht sich zurück und die Armee verliert Moral. Wenn eine Armee keine Moral mehr hat, dann zieht sie sich zurück, weil sie geschlagen ist. Und das ist das Kernelement. Wir haben die Piraten geschlagen, der Sieg ist unser. Wir sammeln Beute ein und mit den Baumaterialien, die das Schiff an Bord hatte, können wir den Ausbau unserer Siedlung weiter vorantreiben. Das Spaß macht auf jeden Fall Piraten vertreiben oder gegen andere Leute kämpfen und natürlich auch seine eigene Fraktion ausbauen. Es geht auch darum, es gibt verschiedene Kontinente auf Horizon und diese Kontinente möchten natürlich auch erobert und dementsprechend verteidigt werden. Skylancer bedient beide Arten von Spielern, sowohl jemanden, der eigentlich nur so ein bisschen nebenher spielen möchte, der etwas entdecken möchte, der neue Dinge sehen möchte, als auch den wettbewerbsorientierten Spieler, der sich messen möchte, der Beste sein möchte. Und wer ganz an der Spitze ist, der hat es natürlich schwer, dort zu bleiben, weil niemand noch besserer dort ist, sodass die Verfolger, die ihm auf den Fersen sind, immer wieder die Chance haben, ihn von seinem Thron zu stoßen.